Hallo zusammen, ich bin Lea. Und ich bin Melanie. Und wir sind ausgewählte Fahrgäste vom Kastanienpark. Wir zeigen euch heute unseren Arbeitsalltag. Zu meinem Alltag als Fahrgäste gehört das Blutzuckermessen. Das mache ich, weil die Bewohnerin eine Diabeteserkrankung hat. Bei dieser Erkrankung ist es wichtig, dass man den Blutzucker unter Kontrolle hat, weil der Zuckergehalt im Blut bei diesen Bewohnern immer zu hoch ist. Hier seht ihr mich beim Inhalieren vorbereiten. Das ganze Gesteck wird zusammengesetzt, die vom Arzt verordneten Tropfen werden ins Gerät eingefüllt und zusammengestaubt. Inhalieren die Bewohner mit Atemwegserkrankungen. Es öffnet die Bronchien öffnen und somit können sie näher besser schnaufen. Ich bin Ronida, bin frisch ausgelernte AGS und jetzt zeige ich euch etwas von meinem Beruf. Hier seht ihr mich beim Blutdruck messen. Wir nehmen den Blutdruck aus zwei Gründen, damit man den Allgemeinzustand des Patienten anschauen kann und das Medikament auf den Bewohner einstellen kann. Wenn du AGS werden willst, musst du bereit sein für die Schicht zu arbeiten, musst auch Einflussvermögen haben, musst sehen, dass ein Bewohner ihm nicht gut geht oder sonst irgendwie belastet ist. Und musst auch viel Geduld haben, weil wir mit Menschen arbeiten, die halt nicht so schnell unterwegs sind wie wir. Jetzt habt ihr einen Einblick in den Lernendenalltag von Kastanienpark bekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch jetzt.